Rheinzer Karnevalsvereinigung, Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unseren Elferrat. Und wir haben bei Rosenmontag ist auch noch Gastregentschaften, aber die Oelfnitzer Regentschaft, die ist ja in der britischen Thronfolge so ganz weit hinten. Noch weiter hinten sind also nur die von Oberösterreich, Gersdorf. Und da jetzt noch mit dabei ist der Kapellmeister, einen Einmarsch für unsere Prinzenpaare. Die
Karnevalsvereinigung Stolberg hat auch ihre Regentschaft mitgebracht und in Stolberg. Ihr habt jetzt die Schlüsselübergabe gemacht mit eurem kleinen, wie heißt er, euer Bürgermeister? Rico! So, gut. Also, der Bürgermeister wurde so weit schon entthront, dass der Name schon total aus dem Gedächtnis gestrichen wurde. Es regiert in Stolberg Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Nina! Nina! Und natürlich kann sie das alleine nicht so handeln. Deshalb hat sie an ihrer Seite seine Tollität, Prinz Christoph! Und auch das Dorf des Bieres, ja, die haben ihre Regentschaft mitgebracht. Ich lade uns jetzt als Oelsnitzer Karnevalsvereinigung, so als organisatorischer Hinweis schon mal, ich lade euch und alle 80 Mitglieder zum Sportlerfasching jetzt direkt mal ein. Ich erwarte einfach nur freien Eintritt. Umsatz machen wir so in Gersdorf regiert. In Gersdorf regiert ihre Lieblichkeit. Prinzessin Susanne! 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 Susanne kriegt das natürlich ganz alleine hin. Gersdorf ist nicht so groß, aber der Thron hat nun mal zwei Sitze wie unserer. Deshalb regiert in Gersdorf noch nicht Aschermittwoch seine absolute Tollität. Prinz Thomas! Thomas! Und nun, liebe Herren und Narren, verneigt euch ehrfürchtig vor ihrer unendlichen Lieblichkeit, Prinzessin Catherine! Catherine! In Oelsnitz, Middletown, regiert noch bis Aschermittwoch the Lord of Darkness, the Duke of Hegemann, Earl of Oelsnitz, Prinz Peter, Das Oelsnitzer Prinzenpaar weiß, was jetzt folgt, daher sind sie vorbereitet, die Stolberger, die Gersdorfer, die Oberoelsnitzer, die wird jetzt gleich der Schlag treffen. Aber ganz so schlimm wird es nicht werden. Ich erkläre es kurz, jetzt wird die Kussfreiheit eröffnet. Wir müssen im Prinzip nur so lange küssen, bis ich bis 10 gezählt habe. Ihr hier unten im Saal, ihr könnt natürlich sehr gern mitmachen, ihr könnt mitküssen, ihr könnt mitzählen. Bier holen ist natürlich nicht gestattet. So, küssen, das bedeutet den Mund aufeinander. Also, ihr auch? Wir müssen reden. Okay, also, ihr habt das Spiel jetzt verstanden. Es zählt nur noch bis Aschermittwoch. Im Übrigen auch für euch hier unten. Los geht's! Und eins! Und zwei! Geschockt. Das geht nicht zweimal nur, wenn sich die Fans haben.
Zurück, da die Herren vom Elferrat hier auf ihre